Nun wird uns Herr Franz Schön eine Polka ebenso aus Hajos, die wurde dort gesammelt, und beschreibt uns den Weg zwischen zwei Kellern. Hajos, das Weindorf, hat ein eigenes Kellerdorf. Dort steht ein Keller neben den anderen. Und diese Polka beschreibt genau die Dauer des Weges von einem Keller zum nächsten. Und wenn man weiß, dass diese Keller ganz nahe aneinander gebaut sind, dann weiß man, wie viel man im ersten Keller getrunken haben muss, dass man dann in der Dauer dieser Polka in den zweiten kommen kann. Gute Unterhaltung.